Meine lieben Leute, seid mir ganz recht herzlich gegrüßt und willkommen. Es ist heute Heiligabend, der 24. Dezember. Und ich hatte ja gesagt, dass ich nochmal versuchen möchte, mich ein bisschen hier zu Wort zu melden und das Jahr so ein bisschen ausklingen zu lassen, hier mit so einem wunderschönen Sonnenuntergang wieder. Ihr seht das, ihr wisst, ich liebe solche Sachen und es ist immer wieder ein Highlight und es ist immer wieder toll und lässt mich immer wieder zu dem Schluss kommen, dass die Welt im Grunde wirklich wunderschön ist und das, was der Mensch draus macht, ist vielleicht nicht immer das, was, aber seht's euch an und vergesst den ganzen Rest. Ja, meine lieben Leute, das Jahr neigt sich in Riesenschritten dem Ende und heute ist Heiligabend und morgen ist Weihnachten und übermorgen ist auch noch Weihnachten. Das ist alles voll Weihnachten irgendwie. Ne? Und ich wollte mich jetzt nochmal ganz herzlich bei euch bedanken für dieses vergangene Jahr, für die große Treue, die mir und meinem Kanal und meinen Let's Plays auch entgegengebracht habt und für die tollen Kommentare, für die vielen Daumen rauf und runter und weiß gar nicht, was ich sagen soll, außer vielen Dank. Ich weiß das wirklich sehr, sehr zu schätzen und das macht mir immer nach wie vor noch sehr, sehr viel Spaß, das hier alles zu machen. Und ihr hört, ich bin immer noch ein bisschen angeschlagen, ne? Und ich war zwar gestern schon wieder arbeiten, aber so ganz fit bin ich noch nicht und deswegen weiß ich auch noch nicht genau, wann das bei mir weitergehen wird. Ich versuche mal, ob ich es schaffe, weiß ich nicht, jetzt nach Weihnachten, also sprich jetzt den kommenden Sonntag nochmal einen Euro-Truck rauszuhauen. Ansonsten denke ich mal, die eigentlichen Let's Plays werden vermutlich erst im nächsten Jahr wieder losgehen, denn es ist immer noch ein bisschen anstrengend zu sprechen und ich werde mal schauen. Ich kann es noch nicht sagen. Aber ich möchte euch auf jeden Fall ein super, super, wunderschönes Weihnachtsfest wünschen mit euren Lieben, mit euren Verwandten, Bekannten, wie auch immer ihr das so feiert. Ne? Und lasst euch reich beschenken und esst lecker, ne? Und abends nicht über die Stränge schlagen. So, ne? Das habe ich ja, glaube ich, letztes Jahr auch schon gesagt. Ne? Alles immer im Rahmen. Ne? Nach Aristoteles der goldene Mittel. Mittelweg ist immer der beste, ne? Und das geblinkert, aber da ist das Fideo wieder neu angelaufen. Das Fideo gibt es übrigens auch auf meinem Kanal unter der Linkliste Sonnenuntergänge zu finden. Ja, ich werde heute Abend mit der Familie chinesisch essen gehen. Ne? Das machen wir zum ersten Mal, dass wir ein bisschen mal was auswärts machen. Ne? Sonst immer zu Hause, aber heute gehen wir mal raus, ne? Und hauen mal richtig auf den Tresen. Ne? So lecker essen und hast du nicht gesehen. Ne? Und ja, ich stehe auf chinesisches Essen. Das wird der ein oder andere von euch ja schon mitgekriegt haben. Ne? Genau wie ihr wisst, dass ich ein Pizza-Junkie bin. Und das ist alles sehr lustig. Ja. Meine Leute, ja, das stimmt. Ich habe hier so ein schönes Halsspray, deswegen. Also geht's mir gleich viel besser. Ich merke total coole Vibrations und Wowie-Dowie. Ja, ich habe mir auch keine Uhr gestellt. Ich habe gedacht, ne, zum Weihnachten quatschte noch mal ein bisschen. Ne? Seid ihr ja von mir gewohnt, dass ich gelegentlich mal ein bisschen was quatsche. Ne? Und ich habe ja in meinem Nikolaus-Video schon gesagt, ne, mehr Glück für die Welt, ne, von wegen nach dem Motto, ich wünsche uns allen einen wunderschönen Tag. Ich kann auf dieses Video nochmal gerne verweisen, schaut euch das nochmal an, ne, knipst nicht von vornherein weg, sondern gibt der Message, die da drin steckt, auf jeden Fall eine Chance, denn ihr werdet sehen, ne, das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut, ne, und kann jedem im Leben ein bisschen Erleichterung bringen, ne, und ich halte es immer auch an Weihnachten, gerade an Weihnachten mit dem kleinen Lord, ne, beziehungsweise mit der Mutter des kleinen Lords hier, glaube ich, gesagt hat, ne, jeder Mensch soll versuchen, mit seinem Leben die Welt ein kleines bisschen besser zu machen. Seht sie euch an, sie ist wunderschön und es lohnt sich auf jeden Fall, ne, was kann ich großartig noch sagen, außer dass ich mich echt nochmal bei euch bedanken möchte für das letzte Jahr. Und ich hoffe, ihr bleibt mir auch im kommenden Jahr treu, ne, und schaut weiterhin schön meine Let's Plays. Was wir da genau machen werden, weiß ich noch gar nicht. Ne? Lassen wir uns mal überraschen. Irgendwas wird uns auf jeden Fall einfallen. Ne? Ist bis jetzt immer was eingefallen. Ne? Und das denke ich mal, wird auch dann im kommenden Jahr, 2016. 16, boah, es ist schon 2016, meine lieben Leute. Das ist unglaublich. Das ist, was soll ich sagen? Was ich morgen mache, weiß ich noch gar nicht genau. Ne? Vielleicht gehe ich auch noch mal zur Familie und lecker essen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich bin ja, wie ihr wisst, nicht so der Weihnachtsonkel. Ne? Und das ist. Ich habe auch keine Geschenke, außer für mein Patenkind natürlich. Ne? Weil bei Kindern macht das Schenken noch Sinn. Ne? Und alles andere hatte ich im Nikolaus-Video erwähnt. Ne?
wer, sagen wir mal, im gesamten Jahr nicht wirklich diesen Weihnachtsfunken in sich trägt, der macht es mit ein paar Geschenken zu Weihnachten auch nicht wieder gut. Ne? Das ist natürlich ein guter Ansatz, ne? Aber das sollte dann auf jeden Fall durchgehalten werden, sonst ist es relativ schnell verpufft. Ne? Ja, und dann, meine lieben Leute, würde ich sagen, nein, ich würde nicht sagen, ich sage, ich wünsche euch ein wunderschönes Weihnachtsfest. Ne? Dann auch einen guten Rutsch in das neue Jahr 2016. Ne? Wahrscheinlich werde ich wieder ein Neujahrsvideo machen. Ich weiß nur gar nicht genau, muss ich mal schauen. Uns wird da auf jeden Fall schon was einfallen. Und ja, Vorschläge, Wünsche für neue Let's Plays etc. Ne? Immer gern genommen. Ballert's in die Kommentare. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Ne? Und ihr wisst, wie der ganze andere Scheiß funktioniert. Insofern einfach rein damit, liebe Leute. Nochmals vielen, vielen, vielen Dank für eure Treue und eure, sagt euer total weihnachtlichen Stimmungen versehenes Spielkind 45 in diesem Sinne ab in die Rinne, Freunde. Haltet euch wacker, ciao, ciao und lasst euch ein paar nette Tage angedeihen. Ciao, ciao, euer Spielkind 45.